Ich möchte, dass Kinder die Erfahrung machen, dass sie echte Probleme lösen können. Und zwar mit Technologie und mit Visionen, die sie selbst entwickeln. Guten Morgen, wir sind Berlin. Kindheit ist ja die Zeit, wo man mehr träumt vielleicht als tatsächlich umsetzt und mehr spielt als vielleicht arbeitet. Sie lernen sehr viel, sie wissen sehr viel und sie werden in ihrem Leben viele neue Situationen erleben, wo sie einfach diese Kompetenz entwickeln werden, immer was Neues auszuprobieren. Was sind das für Probleme? Wir haben ja schon hier von der Luftverschmutzung zum Beispiel gesprochen. Insgesamt habt ihr bestimmt auch schon von Klimawandel gehört. Schon mal eine Idee, wie das entsteht, wie das vorkommt, was dazu führt. Designathon ist so toll, weil Kinder spielerisch an neue Technologien herangeführt werden und auf diese Art und Weise einfach lernen, Lösungen für die Zukunft zu finden. Und das ganz, ganz Tolle finde ich diese unterschiedlichen Länder, dass man sieht, dass Kinder auf der ganzen Welt an einem identischen Problem arbeiten und dann ihre Ergebnisse präsentieren können, weil man dann auch sieht, dass man in einer globalen Welt lebt, in der überall Probleme bestehen und man sie auch gemeinsam lösen kann. Ich finde Designathon toll, weil man sich da Sachen ausdenken kann. Wenn man groß ist, kann man die ja dann vielleicht verwirklichen. Dann kann man die Welt so ein kleines Stückchen weiterbringen. Alle Eltern haben diese Unsicherheit, was soll mein Kind studieren, was soll mein Kind machen, welche Jobs wird es in 20 Jahren geben. Und zu sehen, dass einem Kind da wirklich eine Gelegenheit gegeben wird, seine Vision auszudrücken. In dieser Fabrik wird von Robotern, nicht von Menschen gearbeitet. Die Roboter werden von Solarenergie angetrieben. Es gibt im Moment, glaube ich, einfach nichts Wichtigeres. Tolles Team. Es sind ganz tolle Mentoren, die sich ganz speziell auf jedes der Kinder einstellen. Es sind unterschiedliche Lösungen, es sind unterschiedliche Altersklassen, die zusammenkommen. Und es sind ganz viele tolle Ideen, die dabei entstehen können, weil die Kinder alle miteinander zusammenarbeiten, aber auch gleichzeitig individuell spezielle Lösungen finden können. Man unterscheidet ja zwischen vier verschiedenen Lernzielen. Einmal Wissen, einmal machen, einmal in der Welt sein und einmal zusammen sein und kooperieren. Es geht uns jetzt nicht darum, machbare Lösungen. Es geht uns eigentlich vielmehr darum, die eigene Bedeutung, die eigene Relevanz, die eigenen Erfahrungen mit einem echten Problem in der Welt da draußen zu kombinieren. Vodafone beschäftigt sich viel damit, wie die Welt in der Zukunft aussehen wird und wie vor allem die Arbeit in Zukunft aussehen wird. Und wir wissen, dass wir jetzt anfangen müssen, die Kinder für die Welt von morgen fit zu machen. Und das geht nur, wenn wir sie an Technologien heranführen. Und deswegen ist Education Technology für uns ein wahnsinnig großes Thema, weil wir möchten, dass Kinder nicht nur Medienkompetenzen bekommen, sondern eben genau das, was ich gerade sagte, also in einem Team arbeiten können, kreativ werden, innovativ werden. Und deswegen sind uns solche Programme so wichtig, in denen wir eben nicht nur coden lernen, sondern eben auch zusammen in einem Team an Lösungen arbeiten können. Tada! Wenn man die Kinder in ihren Visionen und ihren inneren Träumen ernst nimmt, dann fühlen die sich ja unterstützt, dann fühlen die sich ernst genommen und damit ist für sie die Welt ein besserer Ort schon mal. Also das ist der Schornstein. Da wird die Luft rausgeblasen hier. Da haben wir jetzt auch echte Luft. Das hier ist so eine Leiter. Die kann man hinstellen, wenn der Mensch eins von ganz oben braucht zum Beispiel, kann man das nehmen und hier ist ein, so ein Schalter. Dann kann man das da anmachen. Und hier kann man das anmachen und hier kann man das anmachen. Und das hier ist halt die Decke. Und hier ist eine Matratze. Und das hier ist das Kissen. Kommt auf Solarenergie. Und wenn es dann zu heiß wird, gibt es hier auch einen Ventilator. Es begeistert mich immer wieder, dass jedes Kind in sich diese Kraft hat und
und die Begeisterung hat, die Welt ein Stück besser zu machen. Wir haben Müll benutzt, um ein Modell zu bauen. Und es freut mich jedes Mal miterleben zu dürfen, dass die ein Stück gewachsen sind. Und das ist das, wo ich denke, da müssen wir hin. Da müssen alle Kinder was davon haben. Yeah! Designathon ist cool und ich komme wieder zurück.